So Leute, ich hoffe, dass es jetzt mal läuft. Ich möchte heute jetzt nur mal einen Test fahren. Aber es sieht bestimmt nicht schlecht aus. Also nochmal, also derempfehler.de, das ist meine Webseite. Zurzeit sind wir hier auf der Empfangsseite, wo ich so ein paar Dinge erkläre, wo ich auch sage, wenn jemand euch ein wildes Programm anbietet mit 3 bis 10% am Tag oder so oder noch mehr, dann vergesst das mal und geht da lieber nicht rein. Also bitte, ihr könnt ja ein bisschen durchklicken. Aber das ist nicht so. Reisen habe ich natürlich auch, Pauschalreisen könnt ihr ja machen. Das sind erst Vergleichsrechner. Ja? Die Seite Gastbeiträge, da komme ich gleich drauf. Vergleichen und sparen. Gut, die üblichen Verdächtigen dabei. Stromanbieter könnt ihr wechseln, Gasanbieter könnt ihr wechseln, DSL. Könnt ihr alles machen. Überhaupt kein Problem. Hier unten für den Garten. Also ich bin ja ein Gartenfan und wenn ihr hier drauf geht, dann geht diese Seite auch wirklich auf. Und ja, also ich stelle hier so ein paar Punkte vor, die ich selber auch probiere oder in Betrieb habe, sage ich mal so rum. Hier zum Beispiel so eine Gartenpumpe. Wenn ihr so ein Regenwasserauffangbecken habt oder sowas, dann braucht er ja so eine Pumpe und diese ist wirklich leistungsfähig, arbeitet ganz, ganz wunderbar, ganz toll. Ihr wisst sicherlich, dass ich einen Teich habe, da habe ich jetzt einen ganzen Haufen Belüfter davon drin. Die laufen auch nicht schlecht, kosten nur kleines Geld, brauchen Gott sei Dank auch nicht viel Strom, aber sind wirklich gut. So, ein Kärcher, den sollte also jeder haben, der ein Grundstück hat oder sowas, weil es gibt immer mit dem Ding was zu arbeiten. Ja, also eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und wenn ihr drauf geht, dann wird er weitergeleitet, sicherlich zu Amazon oder sowas, da könnt ihr kaufen. Ihr könnt ja Zubehör noch kaufen. Ich habe mir hier von Trendline ein Rohrreinigungsset letztes Jahr zugelegt, weil ich hatte das Problem, dass ein Fallrohr an der Dachrinne verstopft war mit Laub. Dann habe ich das Ding einfach von unten hochgeschoben und dann hat der mir das alles sauber gemacht. Und ich habe wirklich riesig viel Geld gespart. Wenn ich dafür eine Firma genommen hätte, dann wären die wahrscheinlich tot umgefallen. Oder ich wäre tot umgefallen bei dem Preis, den die aufrufen. So, wie gesagt, Teich habe ich. So, und hier könnt ihr Teichpflegeprodukte kaufen. Ne, also Filteranlagen, allen möglichen Zeug. Finde ich also ganz, 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 ganz toll, diese Sache. Ja, so, hier nochmal, das ist ein bisschen klein geraten. Eine Motorsäge. Also muss man natürlich ein bisschen mit üben, um damit umzugehen. Ich habe letztes Jahr 4 Tannen damit niedergemacht. War eine richtig lustige Geschichte. Und das Ding hat wirklich nicht viel gekostet und hat wahnsinnige Arbeit geleistet. Echt wirklich gut. So, und hier stelle ich mal ein Samenhaus vor. Da könnt ihr, wenn ihr Sämereien braucht für euren Garten, die haben auch immer Top-Angebote da. Und das ist, finde ich, also ganz gut. Ja, so. Jetzt kommen wir mal hoch. Wie gesagt, hier sind noch mehrere Sachen dabei. Umfragen könnt ihr mitmachen und Teilnahmen könnt ihr mitmachen. Überhaupt kein Problem alles. Ja? Werbung wäre, mal gucken, wer eine eigene Webseite hat. So wie meine hier. Das ist ja nun keine Profi-Seite oder sowas. Ja? Aber ich habe natürlich so ein paar Dinger wie dieses hier, so Handy und so. Das sind Affiliate-Programme. Wenn ihr hier zu Adsell geht, dann könnt ihr euch da anmelden bei denen und die geben euch ja Vorschläge, was ihr auf eure eigene Webseite dann einbauen könnt. Es gibt dann ein bisschen Geld dafür, gar keine Frage, aber eine gute Geschichte. Also sollte man wirklich machen. So, aber das ist jetzt nicht der Punkt. Ich gehe mal auf Gastbeiträge, weil das ist eine Rubrik, die habe ich extra eingeführt, weil ich ja gedacht habe, meine Freunde, die ich hier auf Facebook gefunden habe, aus der ganzen Republik, denen gebe ich die Möglichkeit, ihre eigenen Produkte oder tollen Angebote, die sie gerade haben, da vorzustellen. Wer mein Video gesehen hat, ich glaube, vor 2 Tagen war das oder sowas, da habe ich diesen Kia Sportage vorgestellt, wo man sich zur Probefahrt anmelden kann. Ja? Also kann man auch einfach durchgehen, aber das werde ich jetzt mal in diesem Moment, nee. Mache ich in diesem Moment jetzt mal nicht. Ich möchte jetzt mal die Ingrid vorstellen. Habe ich schon mal angesprochen. Die Ingrid verkauft Vegas-Produkte. Ja, die hat einen ganz tollen Shop. Da gehen wir jetzt mal drauf. Einfach hier unten auf Weiterklicken gehen. So, und jetzt seht ihr jetzt schon, die machen ganz viel mit Aloe Vera und so weiter. So, und einfach hier drauf gehen.
Und dann werden die automatisch hier zu einem Stopp geleitet. Also wirklich ganz edel aufgebaut, der Shop. Ja, ganz edel. Sie hat ihre Handynummer dabei, damit ihr sie auch anrufen könnt, wenn ihr Fragen habt. Ihr könnt sie natürlich auch anschreiben. Mit Mail oder sowas, gar kein Problem. Oder ihr versucht dann mit ihr irgendwie einen Deal zu machen, dass ihr euch mit ihr auf Skype verbindet oder sowas. Ganz toll. So, wie gesagt, Entschuldigung. Hier nochmal was alles auf ihrer Seite los ist, Produktübersicht und sowas. Also eine ganz tolle Geschichte. Ja? Und hier unten beschreibt sie sich nochmal, ne, wie sie dazu gekommen ist und sowas. Bitte ganz in Ruhe durchlesen und ja. Und wer Vegas haben möchte oder da an den Produkten von Vegas interessiert ist, der ruft Ingrid an oder sucht sie auf Facebook. Ich bin gern bereit, schreibt mich an, dann gebe ich gern ihren Namen weiter, dann könnt ihr selber suchen und könnt eine Freundschaftsanfrage mit ihr machen und dann ist das alles in Ordnung. Ja? Okay? Gut. So, dann gehe ich hier mal raus. Jetzt bin ich wieder hier auf meiner Seite wieder. Ja. Also bitte, könnt ihr alles machen. Also ich habe hier noch eine nette Freundin, das ist die Petra. Die Petra verkauft Natura Vitalis. Ist da ja doch sehr erfolgreich, muss ich sagen. Freut mich für sie. Weil ich gönne es ihr auch. Ich gönne es jedem, der irgendwas im Internet macht und damit Geld verdient. Gar keine Frage. So, also wenn man hier drauf geht, dann seht ihr, dann kommt das nächste Fenster hier. Und jetzt kommt natürlich ein schöner Spruch. Da war ich nicht so glücklich drüber, muss ich sagen. Gut, also der Herr sprach, es wachse Kraut. Schön. Da habe ich gesagt, Petra, das finde ich ja ganz toll, dass du das schreibst. Aber dann soll der Herr bitte daran denken, ich habe einen Garten und ich brauche da nicht so viel Kraut drin. Ja, also ein bisschen, okay, habe ich ein bisschen was zu tun, aber so viel möchte ich auch nicht. Nein, das war Spaß. Gut, ihr seht hier unten ist der Link zu ihrem Shop. Da könnt ihr reingehen. Die haben auch donnerstags abends um 20 Uhr dann so eine Live-Präsentation, die Firma Natura Vitalis. Finde ich ganz spannend, gerade bei denen, weil vielleicht hat der ein oder andere schon mal gehört, Natura Vitalis, Natura Vitalis, was ist das? Leute, 18 Jahre, 18 Jahre sind die oft im Fernsehen zu sehen, auf dem Sender QVC. Die haben in der Tat ein echtes eigenes Fernsehstudio in Köln. Und wer 18 Jahre am Markt ist, das ist eigentlich eine Aussage, denke ich. Ja, also das ist nicht irgendwie so ein Start-up, die morgen jetzt die Welt erobern wollen. Nee. 18 Jahre, 18 Jahre im Fernsehen. Also das ist eine Aussagekraft für mich. Ja? Denn wenn die Produkte wirklich nichts wären, wie hätten die in 18 Jahren überleben sollen? Nein, nein, also ganz, ganz toll. Und die haben auch tolle Ansprechpartner dabei. Aber für mich ist jetzt wichtig die Petra, weil die hat mich gefragt, ob sie hier ihren Shop vorstellen kann. Und habe ich gesagt, na klar, keine Frage. So, gehen wir noch mal zurück auf die Seite noch mal. Jetzt auch eine ganz liebe Freundin von mir, die Katrin. Die Katrin verkauft Produkte der Firma Unique. Das habe ich, glaube ich, richtig ausgesprochen. Ich hoffe es jedenfalls. So. Auch eine ganz interessante Firma. Kommt aus Amerika. Und die haben sich auf die Fahne geschrieben. Ja, die Firma Unique hat sich auf die Fahne geschrieben, einen Teil ihrer Erlöse in Projekte zu stecken, weltweit, wo misshandelten Frauen geholfen wird. Finde ich also schon mal ganz toll. Gut. Und hier könnt ihr auch drauf gehen. Und dann müsste jetzt normalerweise ihr Shop aufgehen. Jetzt ist mein Rechner ein bisschen langsam. So, seht ihr hier. Ne? Das ist ihre eigene Webseite. Ganz einfach. Und hier könnt ihr euch dann nochmal alles durchlesen. Sie hat auch Angebote, Märzangebote. Und hier unten geht es dann wieder zum Shop. Da geht ihr einfach drauf. Und dann werdet ihr automatisch weitergeführt. Ja? Gut. Also sieht also toll aus. Sowas gefällt mir. Also mir gefallen immer, oder ich habe viel Sympathie für Leute, ja, wie sage ich das jetzt am besten? Die hinter den Produkten stehen, die sie auch vermarkten. Ja, das finde ich ganz gut. Und die Katrin zum Beispiel ist eine, die auch live das zeigt. Machen ja viele nicht, viele machen einfach nur, schreiben einfach nur einen platten Spruch rein oder sowas. Nee, Katrin ist so und sagt: Mensch, ich zeige mich und ich zeige den Mädchen da draußen auf dieser Welt, wie man sich schminken kann.
oder was man machen sollte, was man nicht machen sollte. Finde ich ganz toll. So, pass auf. Jetzt nochmal ganz kurz hier auf meine Seite zurück und jetzt scrollen wir mal ganz runter, weil dieses ist ein Reiseportal. Ein Reiseportal. Also RDV-Reisen. Ich habe mit den Jungs gute Erfahrungen gemacht und deshalb freut es mich immer wieder, wenn Leute mir sagen, oh, du hast uns da was ganz Tolles gesagt. Seht mal hier, geht einfach hier drauf, RDV-Reisen. Dann werdet ihr weitergeführt auf die Seite eben von RDV-Reisen. So, und hier könnt ihr jetzt die einzelnen Reiter aufmachen. Ihr seht, was die im Angebot haben. Also wirklich weltweit arbeiten die. Also die, das sind also keine Reiseveranstalter. Das nicht. Sie empfehlen bestimmte Reisegebiete oder sowas. Hier könnt ihr sehen, Pauschalurlaub, so, wer jetzt vor kurzem mein Video gesehen hat über Kreuzfahrten, ne? Wenn nicht, dann bitte mal auf meiner Seite ein bisschen nach unten scrollen, auf meiner Facebook-Seite, auf der Profilseite, ein bisschen nach unten scrollen. Habe ich mal vor kurzem ein Video aufgenommen über Kreuzfahrten, die habe ich hier durch Zufall auf dieser Seite wiedergefunden. Was ich aber jetzt hier ganz spannend finde, das ist Südafrika. Also die Jungs von RDV, die haben wirklich einen Plan, weil sie leben auch einige Zeit im Jahr in Südafrika und deshalb wissen sie, worüber sie reden. Also da braucht ihr keine Angst zu haben, ihr könnt da mal fragen, wenn euch Südafrika wirklich interessiert, dann fragt sie und die geben euch vernünftige Antworten. Weil, wie gesagt, sie leben da unten. Ja, und sie lesen das nicht aus dem Katalog ab, wie andere Leute, die da noch nie waren. Das finde ich also ganz gut. Also mir gefällt das. Mir gefallen immer Leute, wenn ich mit denen rede, die wissen, um was es überhaupt geht. So, warte mal, ich gehe nochmal zurück hier. So, jetzt bin ich wieder bei mir auf meiner Seite. Wieder auf der Startseite. Wie gesagt, also wer Lust hat, der kann sich hier gerne mal durchklicken. Ne? Und ihr seht ja hier, wer bei Amazon was einkaufen will, der geht hier einfach drauf, klickt das an, der wird dann über meine Seite weitergeführt zu Amazon, kann da natürlich ganz normal suchen, kann da einkaufen, muss nicht mehr bezahlen, muss nicht weniger bezahlen, gar nichts. Ne? Nee, finde ich toll. Oder wer Handy braucht, ja, oder was weiß ich, neues Smartphone. Hundefutter, Zooplus ist auch ein guter Laden und da kann man natürlich auch, wenn man sich Zeug bestellt, für seine Tiere, dann kann man die hier auch bestellen. Ja? Okay, so, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, war nur ein Test. Mal sehen, ich brauche jetzt mal euer Feedback, ob das einigermaßen hingehauen hat oder wenn es wieder geruckelt hat, dann muss ich meinen Computer noch ins Fenster schmeißen oder sowas. Ansonsten, ja, sage ich mal, danke fürs Zusehen und gebt mir mal einen Daumen hoch, Daumen runter, was auch immer, wie man das sagt. So viel Ahnung habe ich davon nicht. Vielleicht sieht man sich heute nochmal mit einer anderen Geschichte. Ich habe da was in Planung, aber ich weiß es noch nicht. Ansonsten, wenn nicht, spätestens am Montag und dann mit der Politiksendung und dann werden wir uns darüber unterhalten, gibt es eine neue Regierung oder gibt es keine. So, das war es jetzt im Moment. Und denkt daran, ab Freitag um 1 macht jeder seins. Den Spruch habe ich mal irgendwo gehört, finde ich ganz niedlich. Muss nicht sein, aber es kann sein. Okay, bis dann und tschüss.